Was für ein Handballabend in Berlin, 13.500 Zuschauer und das war der Einstieg, gleich mal mit einer kleinen Ringkampfeinlage. Dominik Klein, unser ARD-Experte und ich sitzen hier ungefähr 20 Meter entfernt von der Stelle, wo die Szene passiert ist und wir wollen uns die deutsche Abwehr ganz genau anschauen. Alle schwärmen von dieser deutschen Abwehr und du hast vielleicht ein paar Kniffe, Tricks und Hintergrundinformationen, wie sie eigentlich funktioniert. Ja, das ist das Prunkstück in diesem Turnier, unsere Abwehr, von der wir schon so lange gesprochen haben, Hendrik Pekeler und Patrick Winczek im Innenblock müssen wir da benennen und wollen diese Beinarbeit, was ja immer die Grundlage ist, um eine gute Abwehr zu spielen, heute mal ein bisschen genauer anschauen und haben da gleich diese erste Szene ausgepackt vom Spiel. In der Zeitlupe. Wo Kentin Mahé den Ball bekommt und aus dem Augenwinkel nicht sieht, dass Patrick Winczek zum richtigen Zeitpunkt, und da ist das Timing anzusprechen, von der Seite kommt und ihm ganz deutlich macht, heute wird's wehtun, mein Junge. Plus emotionale Reaktion hier von der Mannschaft, die schon gleich gezeigt hat. Nicht nur die Bank, auch der Bundestrainer war mit Fäusten zu sehen. Die ganze Halle hat gekocht. Und ja, so können wir, glaube ich, die nächsten Szenen mal angehen. Wir sehen hier eine defensive Variante mit Finn Lemke und Hendrik Pekeler und sehen auch da wieder, dass diese Diagonalarbeit von Fabian Wiede funktioniert hat. Und am Ende kriegt Kentin Mahé die Möglichkeit, zum Außen zu passen. Jetzt nochmal in Slow-Mo, sodass das auch für den Normalsterblichen zu verstehen ist. Man sieht jetzt natürlich das diagonale Angreifen von Fabian Wiede auch in einem sehr guten Timing. Kommt nicht dazu zu unterbrechen. Mahé bekommt den Ball noch weiter. Allerdings, was jetzt passiert auf dieser anderen Seite, Kohlbacher und Gensheimer, die hier parallel arbeiten, ist hervorragende Beinarbeit. Wir geben natürlich jetzt Mahé die Möglichkeit, zum Außen zu passen. Wie man sieht, ist ja sehr viel Platz. Allerdings geht Uwe Gensheimer in diesem Moment schnell wieder zurück. Fängt den Ball dann fast ab. Provoziert allerdings einen schlechten Pass, der im Auslandet. Ballbesitz für Deutschland. Pure Emotionen bei Christian Prokop. Unten am Bildrand. Also genau so möchtest du als Bundestrainer die Abwehr sehen, mit so viel Beinarbeit. Kommt gar nicht aus dem Jubel raus, will noch abklatschen mit Uwe Gensheimer. So muss Abwehrarbeit aussehen. Wir schauen uns die nächste Szene an. Welche Abwehrformation sehen wir hier und was für Besonderheiten? Wir sehen hier Hendrik Pekeler vorgezogen, also wieder die 3-2-1. Die Franzosen lösen auf zwei Kreis. Und wir sehen gleich eine Aktion, was so wichtig Hendrik Pekelers Position macht. Hier hilft er, wenn die Rückraumspieler von Frankreich zur Mitte gehen, um zuzumachen. Und das ist eine Aktion, wo die ganze Mannschaft aufspringt, um zu zeigen, wir stehen zusammen. Und wie es auch zur Sache geht, was wir an dem Knutschfleck von Paul Drucks hier ganz beeindruckend sehen. Wir springen noch ein bisschen weiter im Spiel und gucken uns eine Szene an, wo es, glaube ich, um Blockarbeit geht, wo ja mit Winczek auch der Topspieler in der deutschen Mannschaft ist mit den meisten Blocks, zusammen mit dem Dänischen. Was sagst du zu der Szene? Wir sehen wieder ein Einlaufen von den Franzosen. Sie wollten in diesem Spiel sehr viel mit zwei Kreisläufern agieren. Kommen allerdings hier auch erst noch mal zu Hendrik Pekeler, der es wieder schafft, den Rückraumspieler unter Druck zu setzen. Und dann am Ende diese Blocksituation, was Kentin Mahé versucht, unter Druck zu werfen. Aber wir sehen hier ganz deutlich vier Arme zusammen. Patrick Winczek, auch Paul Drucks am Ende noch. Und hilft dadurch natürlich dem Torwart. Das vereinfacht die Aufgabe von Wolf ungemein. Und wieder Bank steht, Emotionen. Das ist genau das, wie wir zusammenstehen wollen. Wir haben eine Szene, in der die Franzosen in Unterzahl sind. Heinevetter in der Zeit auch schon im Tor. Was ist das Besondere, wo die Zuschauer, unsere Zuschauer hier hinschauen sollten? Wir haben bei den Franzosen immer die Gefahr von Michael Guigou, der hier in Unterzahl immer auftaucht, weil er so ein schnelles 1 gegen 1 hat, flinke Beine und können dann mal reinschauen, wie aber auch die Zusammenarbeit zwischen Hendrik Pekeler und Patrick Winczek als Hinten-Mitte, als Abwehrchef in dem Fall funktioniert. Guigou wird jetzt gesucht. Wir sehen hier die langen Arme von Hendrik Pekeler gleich, wie er die Bälle und diese Unsicherheit dem Angriff gibt. Blockarbeit. Silvio Heinevetter versucht noch mit Kopf. Auf die heiße Herdplatte. Und dann haben wir hier Guigou mit flinken Beinen. Hat eigentlich das Duell schon gewonnen, aber da muss Abwehrchef Patrick Winczek ihn sprichwörtlich in den Arm nehmen, wie wir hier gleich nochmal sehen. An Pekeler war vorbei. Eigentlich schiebt ihn noch raus. Und dann steht er fast schon mit einem halben Fuß im Kreis. Allerdings war diese Aktion. Mit deutscher Brille mal drüber wegsehen. Ja. Also viel Lob für die deutsche Defensive als Fundament, wo man ja auch mal sagt, gute Abwehr gewinnt dann am Ende so eine Meisterschaft. Jetzt wird viel geredet von Patrick Winczek, es wird viel geredet von Hendrik Pekeler. Das Kieler Duo, wer so ein bisschen runterfällt hinten, ist Finn Lemke.
Der war letztes Jahr schon erst nicht nominiert, dann doch. Wieso spielt er so eine geringe Rolle? Erwartest du ihn noch im Turnier? Wie siehst du seine Position? Wir brauchen unbedingt Finn Lemke. Also diese beiden, man sieht ja auch gerade an dieser Abwehrarbeit, wie intensiv das trainiert und auch gespielt wird. Und die beiden können das nicht durchhalten über das ganze Turnier. Mit Sicherheit sind sie die erste Option, das haben wir in der Vorrunde jetzt gesehen. Allerdings wird Finn Lemke da gebraucht. Außerdem mit seinen Armen, man sieht es ja auch an der letzten Aktion im Block, das ist ein 2,11 Meter, ausgestreckt 2,80 Meter. Da kommt man nicht dran vorbei. Und deswegen diese Option für den Bundestrainer zu haben, ihn da auch mal, er versteht sich sehr, sehr gut mit beiden. Also er kann da komplett variieren, deswegen brauchen wir Finn Lemke auch in diesem Dreierverbund als Abwehrchef.